Die Wasserstofftechnologie entwickeln sich zu Schlüsseltechnologien einer neuen Energiewirtschaft. Die Energiewende, der Aufbau eines nachhaltigen Energieversorgungssystems, ist eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Die Landesregierung stellt sich dieser Herausforderung und will Baden-Württemberg zu einer führenden Energie- und Klimaschutzregion entwickeln. Und wir orientieren uns dabei an dem Ziel, die CO2-Emissionen bis zum Jahre 2050 gegenüber 1990 um 90% zu reduzieren. Das ist dem international verabredeten und auch von der Bundesregierung getragenen 2-Grad-Ziel geschuldet. Grundlage wird ein Klimaschutzgesetz sein, das am 6. November vom Kabinett für die Anhörung freigegeben worden ist. Und darauf aufbauend arbeiten wir an einem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept, das den gesetzlichen Rahmen ausfüllen und konkrete Maßnahmen enthalten wird. Wenn man anschaut, welche Energiespeicher zur Verfügung stehen, als Physiker erlauben Sie es mir, es gibt eigentlich nur chemische und physikalische Speichermöglichkeiten. Physikalische aus verschiedenen Gründen sind begrenzt. Bleibt Chemie, da bleibt die Batterie und da bleibt der Wasserstoff. Batterie hat ein Einsatzfeld, den gibt es heute, der ist in eher kurzfristigen Speichermöglichkeiten in der Zeit und dann bleibt für saisonale, für über den Tag führende Speicherbedarfe, die ansteigen werden, eigentlich nur Wasserstoff neben dem bestehenden Pumpspeicherkraftwerk, was ein gewisses Ausbaupotenzial hat, als 2 Alternativen übrig. Sie haben eine Unterauslastung dieser Infrastruktur per Definition. Sie müssen vorinvestieren dafür, dass die Verbraucher Fahrzeuge kaufen. Und das geht im Prinzip nur, wenn Sie erstens alle an einen Tisch bringen und zweitens eine Unterstützung der öffentlichen Hand haben für diese Einführungsphase. Bei diesem Vorgang von der Umstellung einer komplett konventionellen Welt hin zu einer möglichst komplett erneuerbaren Energiewelt und der Wasserstoff ist das ideale Medium, die ideale Technologie dazu, denn er kann sozusagen von beiden Seiten gespeist werden, von beiden Seiten erzeugt werden mit konventionellen Energien, die Stromerzeugung realisieren oder mit Erneuerbaren. Dem Elektrolyseur ist das relativ egal, wo der Strom herkommt. Der Qualität des Wasserstoffs tut das auch keinen Abbruch. Auch die Brennstoffzelle wird das nicht merken, woher der Wasserstoff kommt. Das heißt, wir sind in der Lage, auf der Anwendungsseite schon Infrastruktur auszubauen mit Wasserstofftechnologie, erstmal unabhängig davon, woher der Wasserstoff kommt. Wichtig ist, dass wir die geografischen und geologischen Voraussetzungen für sehr große Wasserstoffspeicher in Deutschland haben. Das heißt, die Technologie bleibt im Lande und macht auch die Wertschöpfung im Lande. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Wir haben ähnliche geologische Voraussetzungen an verschiedenen Stellen Europas, sodass wir diese neue Technologie der großen Wasserstoffspeicherung über ganz Europa möglich haben und jedes Land da seine eigenen Förderungen und Unterstützungen machen kann. Es gibt aber noch viele andere Anwendungen des Wasserstoffs, zum Beispiel in der Hausenergieversorgung, in der Wärmekraftkopplung, insbesondere in der stromgeführten Wärmekraftkopplung mit hohen Wirkungsgraden. Wir haben die unterbrechungsfreie Stromversorgung als eine Anwendungsmöglichkeit des Wasserstoffs, wenn man netzunabhängig mit der Brennstoffzelle Wasserstoff erzeugen will, um im Netz unabhängig zu sein für Tunnelbeleuchtung, Notstromversorgung und Ähnliches, ein ganz wichtiges Feld. Ich glaube, wir kommen eigentlich realistisch, was die Notwendigkeit wirklich dieser Art von Speicherung zu tätigen angeht, erst in eine Situation, wo es richtig kritisch wird, wenn wir größer 50% erneuerbare Energien als Einspeisung drin haben. Kann man ein bisschen darüber debattieren, wann das der Fall sein wird. Richtig heftig wird es und da geht es dann gar nicht mehr anders, denke ich mal, wenn man wirklich über 80% erneuerbare Energien redet. Ja, dann ist die Fluktuation so groß, eben gerade sind schon Zahlen gefallen, 30, 40 Terawattstunden, die dann gespeichert werden müssen, da kommt man nicht mehr dran vorbei. Auf dem Weg dahin, wie gesagt, sehe ich zum einen halt das Thema Kraftwerke, da wo man, glaube ich, schon nochmal drüber nachdenken muss, wie auch der wirtschaftliche Einsatz da ist. Und auch das ist etwas, glaube ich, wo man ran muss und was vielleicht ein bisschen unbequemer ist, als wenn es, sag mal, wenn man in Richtung Technologie denkt, auf die Demand-Seite. Also letztlich wirklich zu gucken, was können wir eigentlich im Verbrauch tun, um die Struktur des Verbrauchers besser daran anzupassen, was in der Produktion, gerade auch bei den Erneuerbaren, halt passiert.